Ja, die Hexenwerkzeuge, die werden geweiht, gesegnet, mit Energie aufgeladen und somit gleichzeitig auch von allen Negativen befreit. Man kann die natürlich auch selber ein bisschen hübsch machen und verzieren mit allem Möglichen, würde ich aber auch nicht zu viel machen und auch nur das, was so in eurer Bedeutung ist, auch im Zusammenhang noch mit dem Hexenutensil. Gerade durch die Weihung bekommen die Gegenstände so ja was ganz Besonderes. Ja, so einen heiligen Charakter. Wirklich mega was Besonderes. Die sollte man dann auch nur noch dafür verwenden, um mit ihnen magisch zu praktizieren und für nichts anderes mehr. Also man muss sich schon vorher genau überlegen, nehme ich das Glas, den Kelch, das Messer oder ein Atame oder so. Und es soll halt auch kein anderer außer euch dann anfassen. Man kann auch anstatt einer Räucherung eine Feder berühren mit dem jeweiligen Gegenstand. Das geht natürlich auch. Oder halt mit Ölen räuchern. Dann wird, nachdem es ja mit allen vier Elementen gemacht wird, auch noch durch die Flamme gegeben. Dann ins geweihte Wasser vorsichtig gegeben oder bespritzt, so wie ich das gemacht habe. Und in Salz gegeben. Hallo ihr Lieben, heute geht es darum, dass ich mein Atame weihen möchte. Das habe ich ja auch verziert mit magischen Symbolen, die Schutzrune und das Pentagramm. Ich habe auch hier den Baum des Lebens und die Feder, den Schlüssel und das Pentagramm rangebunden. Und ich werde jetzt den Altar erstmal säubern. Ganz einfach, weil der schon eine Weile so stand. Da wird er auch mal richtig geputzt. Und natürlich auch energetisch. So, die Reinigung bzw. die Weihung findet mit den vier Elementen statt. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ich werde jetzt die zwei Kerzen schon mal anzünden, damit ich die Räucherung anzünden kann und schon mal energetisch alles reinigen kann. Mein Atame nehme ich mit dazu. Das hier ist das Wasser, was ich schon vorbereitet habe, das geweihte Wasser mit Bergkristall drin.
Elemente stelle ich in die richtige Himmelsrichtungen. Beziehungsweise sind es ja schon, also beginne ich das Ritual. Element Luft, Kraft der Gedanken, ich rufe dich. Weihe dieses Atame bei der Kraft der Götter und meiner, so sei es. Element Feuer, Kraft des Willens, ich rufe dich. Weihe dieses Atame bei der Kraft der Götter und meiner, so sei es. Element Wasser, Kraft der Intuition, ich rufe dich. Weihe dieses Atame bei der Kraft der Götter und meiner, so sei es. Element Erde, Kraft der Manifestation, ich rufe dich. Weihe dieses Atame bei der Kraft der Götter und meiner. So sei es. O ihr Elemente und Götter, mögt eure Segnung auf diesem Atame liegen, während ich meine magischen Handlungen damit vollziehe. Dies ist mein Wille, also geschehe es so. Dann lege ich das Atame jetzt hier mit in die Mitte. Das Ritual ist beendet. Aber ich lasse es noch ein bisschen verweilen. Der Salbei geht leider immer irgendwie aus. Ich weiß nicht warum. So, ich habe das Atame jetzt hier noch eine Weile liegen gelassen. Das heißt, ich lösche jetzt die Kerzen. Und das Atame ist gereinigt und geweiht, aufgeladen. Es kann seine Arbeit jetzt tun.